Am 4. März wird im Kulturhaus Stadtsaal in Bruck an der Mur die Miss Styria 2012 gekürt. Bruck ist damit bereits zum 4. Mal Schauplatz der Wahl zur schönsten Frau der Steiermark. Und dass diese Veranstaltung ein Erfolg wird, dafür soll das Team von Wolfgang Keunig sorgen. Die Regentschaft von Miss Styria 2011, Sabrina Konrad, geht zu Ende. Und erfreulich, auch eine Bruckerin ist beim heurigen Finale mit von der Partie. Mit welchem Gefühl geht man denn in so eine Wahl, wenn man schon so weit gekommen ist? Mit gemischten Gefühlen, weil es gibt doch sehr andere hübsche Frauen noch. Und das war erst die erste Vorwahl. Aber es ist ein super Gefühl. Ich freue mich. Andere Frage, was muss man können, um Miss zu werden? Können. Man sollte eher selbstbewusst sein und einfach natürlich sein und sich selbst sein. Nicht verändern. Im heurigen Jahr gibt es erstmals 4 Vorwahlen gegenüber einer Vorwahl in den vergangenen Jahren. Für das Gesamtbild ist es wichtig, den Finalistinnen einen guten Auftritt zu bescheren. Mit Sabine Riegler konnte der Veranstalter einen Vollprofi in Sachen Choreografie gewinnen. Ich bin sozusagen zuständig für die Rahmengestaltung der Choreografie, dass die Damen richtig auflaufen, richtig abgehen, den richtigen Catwalk präsentieren und dabei eine gute Haltung haben. Gibt es musikalische Choreografie? Es wird vielleicht ein musikalisches Rahmenprogramm geben. Die Damen laufen jedoch nur zu Musik und werden keine richtige Choreografie aufführen, sondern die Choreografie besteht im Gehen, in der richtigen Bewegung und im Einsetzen des Körpers. Wer dann letztlich den besten Auftritt hinlegt und vor allem die gestrenge Jury überzeugen wird, bleibt noch offen. Wichtig ist, eine fachkundige Jury entscheidet über Sein oder Nichtsein. Ja, ich glaube, das wird jedes einzelne Jurymitglied für sich selbst ausmachen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist neben der Schönheit, ich gehe mal davon aus, dass wirklich alle Missen hier wirklich sehr schön und hübsch sind. Ich glaube, dass Ausstrahlung, Charme und die Sympathie auch sehr wichtig ist. Ist es nicht ein herrliches Gefühl, sozusagen Hausherr für einige Stunden von so schönen Damen zu sein? Ja, es ist ein schönes Gefühl, sage ich mal so. Aber das ist nur für ein paar Stunden. Dann ist wieder die Realität. Und die Realität ist, ich bin verheiratet und habe wirklich auch eine hübsche, schöne Frau zu Hause. Neben den schönsten Frauen wird es auch ein tolles Rahmenprogramm geben, das die Veranstaltung für den Besucher noch kurzweiliger werden lässt und vor allem einen kleinen Querschnitt zu den kommenden Veranstaltungen im Kulturhaus geben soll. Also Kalender hernehmen und rot eintragen. 4. März ab 19 Uhr, Miss Styria-Wahl 2012 im Kulturhaus Stadtsaal von Bruck. Ganz nach dem Spruch, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?